es ist Dienstag, der 26.04.2016 und es ist verdammt kalt draußen, im Gegensatz zu den letzten Tagen. Wir haben es gerade so geschafft, bevor jetzt der Regen losging. Regen. Dann mal wieder keine Lust rauszugehen. So, wir gehen raus. Nur eine kleine Runde. Lieber ein paar Runden mehr dafür heute, aber bei dem Wetter müssen wir nicht stundenlang irgendwo rumgehen in der Kälte. Nach den letzten Tagen Sonne ist man das ja auch gar nicht mehr gewohnt. Und ruckzuck holt man sich was weg. Wollen wir beide nicht. Also Cookie nicht und ich auch nicht. Wirklich nicht so viel Lust, ne? Komm her. Du weißt, dass es draußen regnet, ne? Oh, es ist kalt und nass und zum Glück habe ich keine Kamera mitgenommen. Ich weiß allerdings auch nicht, wohin mit meinem Handy, weil die tolle Jacke hier ja auch noch nicht imprägniert ist. Aber ich habe auch noch nichts Gutes gehört an Imprägnierspray oder von Imprägnierspray, weil es dann doch nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es so ist bei Gore-Tex-Sachen. Man kann wahrscheinlich auch nicht alles raufsprühen. Naja, wir gehen doch länger als gedacht, Gassi. Der Hund wollte unbedingt in den Wald. Habe ich die letzten beiden Tage schon gemerkt. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr auf Strand. Hier ist ein Ocean halt, so zu sehen. Ja, der nächste schon. Hier, du bist krank. Abwaschen. Jetzt sollte ich mich darum erstmal kümmern. Mal was anderes sehen, außer das Schnittprogramm. Ist vielleicht ganz gut, auch wenn es jetzt nicht schön ist. Regnet gerade mal nicht. Also mal schnell mit dem Hund raus. Und ich hoffe eigentlich auf Sonnenuntergang so ein bisschen. Die sollte nämlich zu sehen sein heute. Aber noch sieht das Wetter nicht so aus. So weit wollte ich mit Cookie eigentlich gar nicht gehen, aber ich musste mit ihr einen anderen Weg einschlagen, weil irgend so ein Vogel das für witzig oder toll hielt, seinen Hund an einen Laternenfall anzubinden und irgendwas anderes zu machen. Ja, und ich kannte den Hund und ich musste den nicht unbedingt begegnen mit Cookie. Und deswegen halt einen anderen Weg eingeschlagen. Den Weg sind wir, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Also jedenfalls nicht mit Cookie. Ich wusste aber sofort, ihr habt ja gesehen, wie sie gezogen hat. Sie wusste aber sofort, dass man den Weg auch nehmen kann, um zum Strand zu kommen. Und plötzlich zog sie wieder zum Strand und wollte zum Strand, wo sie heute Morgen noch unbedingt zum Wald wollte. Naja, nun sind wir hier an der Promenade wieder gelandet. Was ist? Ich gehe nicht mit dir am Strand. Ich habe die falschen Schuhe für den Strand.
kalt. Du möchtest was Handschuhe anziehen. Nee, ich habe keinen gauschen Weichzeichner jetzt rüberlegt oder so. Die Kamera ist beschlagen. So kalt ist es draußen, dass wenn man von draußen reinkommt, sogar die Kamera beschlägt und ich habe hier drin keine Heizung an oder so. Es ist schon nach 11, glaube ich. Nee, es ist noch kurz nach 10, 22:06 Uhr. Ja, ich habe nichts mehr weiter aufgenommen, weil ich nur am Rechner gesessen habe und mehr passiert heute auch nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe auch vergessen, an den Briefkasten zu gehen und habe da gerade das rausgeholt. So. Ja, TÜV ist fällig im Mai. Ist jetzt nicht so, dass mich das überrascht und ich das nicht wusste. Das war mir klar. Aber das mache ich dann, wenn ich Bock habe und wenn ich Zeit habe. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich TÜV nochmal machen lasse. Ich werde mein Auto auf jeden Fall mal durchchecken lassen und schauen. Als letztes Mal TÜV fällig war, war ich ja überrascht davon, wie günstig es war. Damals musste ich nur 250 Euro investieren und habe dann TÜV bekommen. Also lasse ich das Auto mal durchchecken. Wenn es günstig ist, lasse ich TÜV machen. Wenn nicht, kommt das Auto weg. Steht bei mir eh nur rum. Natürlich ist es gut, wenn man ein Auto da hat und ein bisschen flexibel ist. Und warum renne ich jetzt hier so viel hin und her? Naja, auf jeden Fall werde ich mal gucken. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes erzählen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, vielleicht fällt es mir wieder ein, dann sage ich es morgen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Scheiße, was war denn das? Das war irgendwas Wichtiges. Oder Interessantes. Da freut er sich. Gib mal deine Kamera rüber. So, und jetzt darfst du reinkommen. Weil jetzt dreht der Hund nämlich erstmal durch. Nun gut.